Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fast Break, dem Science City Basketball Magazin. Die Krösus-Festwochen mit FC Bayern und Bamberg sind vorbei. Und wir blicken für das kommende Heimspiel etwas mehr nach unten. Das Schlusslicht kommt und heißt Walter Tigers Tübingen. Aber Vorsicht, die wissen seit Samstag, wie man gewinnt. Unsere Jungs sollten sich also besser nicht ausruhen, denn die direkte Konkurrenz im Kampf um den Nichtabstieg schläft nicht. Chris Sommer war beim Training für Sonntag dabei und hat das Hamsen-Team beim Anschwitzen begleitet. Dass die vorweihnachtliche Adventszeit nicht nur besinnlich ist, sondern unter Umständen auch hart sein kann, zeigt Science Citys Jahresabschlussprogramm. Ein Heimspiel gegen den aktuellen Spitzenreiter der BBL sowie eine Auswärtsfahrt zum amtierenden Meister liegen hinter unseren Erstligisten. Beide Partien gingen an die Konkurrenz, obwohl sich Jena sehr kämpferisch präsentierte. Grund also, sich kurz vor der gemütlichsten Zeit des Jahres auszuruhen? Fehlanzeige. Stattdessen heißt es für die Jungs erst einmal schwitzen, schwitzen, schwitzen. Ja, und die Jungs haben Vollgas gegeben. Die haben sich reingehängt und alles rausgeholt, was sie an Energien hatten. Aber es ist natürlich auch einfach, solche Spiele zu spielen. Natürlich, wenn man es vergleicht zum letzten Jahr, da hatten wir vielleicht nicht die Qualität, um da mitzuhalten. Die haben wir dieses Jahr, das ist erstmal gut. Aber letztes Jahr haben wir auch die entscheidenden Spiele gewonnen, ne? Wo es drauf ankam. Und das ist jetzt, sage ich mal, die Situation, wo auch der Charakter unserer Mannschaft gefragt ist. Denn jetzt kommen die wichtigen Spiele, also Tübingen am Sonntag, dann nach Berlin, Bremerhaven, hier zu Hause, in Weißenfels, in Braunschweig. Ne? Unser Ziel ist es natürlich, dass wir genau diese Spiele auch wieder gewinnen können. Die jüngsten Duelle mit den Top-Favoriten auf die Meisterschaft haben bewiesen, dass Science City auch für die internationalen Zugpferde des deutschen Basketballs ein ernstzunehmender Gegner ist. Von Leistungsdruck kann aber keine Rede sein. Schließlich war die Außenseiterrolle Jenas von vornherein klar und ein Sieg wäre eine Sensation gewesen. Anders ist das am Sonntag gegen die Walter Tigers Tübingen. Der aktuelle Tabellenletzte ist denkbar schlecht in die Saison gestartet und ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt. Aber im Endeffekt wird ganz entscheidend sein, dass wir das Heimpublikum hinter uns haben, große Unterstützung haben. Denn wie das ja so immer ist, ne, dann gegen Bayern München, da erwartet keiner irgendwas. Ja, und dann ist es einfach anzufeuern. So, und jetzt kommen, denke ich, die Leute mehr mit der Erwartung, naja, die sind ja Letzter, und dann müssen wir irgendwie gewinnen. Und diese abwartende Haltung ist destruktiv, ne, muss man ganz klar sagen. Das ist eine gute Mannschaft, die kommt, die können Basketball spielen, die haben jetzt eindrucksvoll gegen Göttingen gewonnen. Und das wird eine ganz, ganz schwierige und wahrscheinlich auch enge Partie. Und da brauchen wir von Anfang bis Ende halt die volle Unterstützung von den Rängen. Obwohl Jena ausnahmsweise auf dem Tabellenpapier nicht als Underdog in die Partie geht, wird das Duell mit den Tübingern kein Spaziergang. Doch darüber ist sich die Mannschaft im Klaren. Denn wer Bamberg und München mit breiter Brust entgegentritt, wird auch in diesem Aufeinandertreffen im eigenen Haus keinen Grund haben, Fersengeld zu geben. Wie gewohnt kommt nun der Blick auf unsere Nachwuchsbundesligen und erste Regio. Es ist leider eine Siegesserie gerissen, dafür gab es auch zwei dritte Siege in Folge. Team Toro musste in der JBBL die jüngste Erfolgswelle verlassen. Im Heimspiel gegen den RSV Eintracht aus Stahnsdorf und Co. setzte es am vergangenen Sonntag mit 55:71 die erste Niederlage in der Relegationsrechnung. Die beiden Teams tauschten dadurch die Platzierung. Jena ist jetzt hinter dem RSV Zweiter. Weiter geht es für die Science City U16 in der Liga erst im neuen Jahr. Am 7. Januar kommen die Dresden Titans. Team Tino in der NBBL ist hingegen klar zurück in der Spur. Beim 77:57 bei den Tenet Young Heroes Bayreuth holte sich die vom Trio Krause-Schusel-Schneider angeführte Jena U19 den dritten Erfolg in Folge. Nach 8 Spielen ist die Bilanz an Siegen und Niederlagen ausgeglichen. In der Hauptrundenstaffel 3 gibt's dafür Rang 5. Am Sonntag geht's zu den Merlins nach Greizheim, die von Science City erst vor knapp 2 Wochen mit 61:99 aus der Lichtstadt geballert wurden. Ruhe am Set! Ruhe bitte! Fastbreak, klappe die zweite. Und bitte! Was lange währt, dieser Spruch zeigte sich überdeutlich am Beispiel der zweiten Mannschaft. Seit der lang ersehnte erste Saisonsieg da war, eilt die Schreibertruppe von Sieg zu Sieg. Nach Schwabing und Zwickau hatte diesmal Ansbach das Nachsehen.
Mit 84-71 entschied Science City das Heimspiel für sich. Im zweiten Abschnitt gingen die Gäste kurz in Führung. Aus der Ruhe brachte das die Jena aber nicht. Am Ende machten das Double-Double von Justin Smith, ganze 14 Assists von Mo Schneider und weniger Turnover den Unterschied für die Jena Zweite aus, die zwar Vorletzter bleibt, aber den Punkteanschluss an die Teams darüber geschafft hat. Zum Jahresausklang geht's am Samstag zur Reserve der Oettinger Raketen. So, das war jetzt ganz schön viel Input. Ich gebe euch eine kurze Verschnaufpause. Die könntet ihr zum Beispiel nutzen, um bei der Charity-Aktion auf jenenser.org vorbeizuschauen und mitzumachen. Holt euch oder euren Liebsten tolle Geschenke für einen guten Zweck. So, aber jetzt kommt die Werbung. Energiebündel sind unser Vorbild. Wir liefern Strom, Gas und Wärme aus einer Hand. Stadtwerke Energie Jena Pößneck. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. In Zeiten niedriger Zinsen, in denen Geldanlage immer schwieriger wird und Wahrheiten von gestern in Frage stehen, braucht Geld Bewegung statt Stillstand. Und Sie ein Partner, der weiß, worum es geht. DK Investments. Ein Partner, der Kompetenz mit Verantwortung verbindet. Der sich beteiligt, statt zu spekulieren. Der Gesellschaft und Umwelt ernst nimmt, statt nur das Geschäft. Ein Partner, der auf den internationalen Finanzmärkten genauso zu Hause ist wie in der heimischen Wirtschaft. Dort die attraktivsten Anlagechancen entdeckt und mit Fonds, Immobilien und Zertifikaten die gesamte Palette moderner Produktlösungen bietet. Der flexibel auf Marktveränderungen reagiert und weiß, was Sicherheit bedeutet. Ein Partner, der stets aufs Neue beweist, hier ist Ihr Geld in den besten Händen. Jetzt in Ihrer Sparkasse. Die DK-Initiative Anlegen statt Stilllegen. DK Investments. Neue Perspektiven für mein Geld. Leben Sie Ihren Wohntraum. Unbeschwert und ruhig. Das Wohnquartier Nordlichter 2 bietet Ihnen in 78 Wohnungen, verteilt auf 5 Mehrfamilienhäuser, alle Vorzüge einer modernen Stadtwohnung mit Nähe zum idyllischen Grün. Ihr Wohntraum von der Einraumwohnung bis hin zum 5-Raum-Familiendomizil. Durch die bestens ausgebaute Infrastruktur und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten sowie ein breites Angebot an Freizeit und Kultur bieten Ihnen die Nordlichter 2 die Basis für ein sorgenfreies und abwechslungsreiches Leben. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Flexibilität. Eure Verbindung ist Pure. Weltverbesserer bekommen Rückendeckung bei uns mit 100% grünem Strom. Stadtwerke Energie Jena Pößneck. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. Willkommen zurück bei Fastbreak. Ich hoffe, die kurze Vorstellung von Derek Allen beim letzten Mal hat euch gefallen. Auch diesmal haben wir wieder jemanden vor die Linse gebracht. Jenas Antwort auf den großen Blonden. Ein gebürtiger Bavü-Franke mit der vollen Hand, also der 5. Maximilian Ukray, 22 Jahre, 2,2 Meter, Power Forward, Science City Jena. Ich komme an der Grenze zu Bayern, Baden-Württemberg. Das ist ein ganz kleines Dörfchen mit 400 Einwohnern. Ich habe ewig lang Fußball gespielt, wie fast jeder natürlich. Dann bin ich zum Basketball gekommen, weil mein Vater gespielt hat. Und als ich dann eine Weile nichts gemacht habe mit Sport, hat meine Mutter sich irgendwann bereit erklärt, dass sie mich dann ins von mir zu Hause doch weit entfernte Würzburg fährt. Und da bin ich dann auch durch meine Körpergröße, ja, war ich dann ganz okay, sag ich mal. Und dann bin ich auch dabei geblieben. Ich spiele seit 9 Jahren Basketball.
seitdem eigentlich alle Jugendmannschaften da durchlaufen, U14 bis NBBL und dann auch Farmteam Würzburg und letztendlich dann auch in der Profimannschaft bis letztes Jahr. Und dann letztes Jahr kam dann zum ersten Mal der Schritt dann weg von Würzburg. Von Jena wusste ich eigentlich nicht viel. Wir haben in der Jugend relativ oft und auch in der Regionalliga oft gegen Jena-Mannschaften gespielt. Und ja, da hatte ich eigentlich nicht so einen guten Eindruck, weil wir des Öfteren auch gegen gute Mannschaften hier verloren haben. Als der Kontakt dann kam mit Björn, habe ich mir erstmal gedacht, ich weiß nicht. Aber er hat mich sofort eingeladen und ich habe mir gesagt, natürlich nehme ich das mal an und schaue mir die Stadt an. Und es war hier im Sommer, war ein wunderschöner Tag und wir sind in der Stadt rumgelaufen und habe ich sofort gesehen, dass es doch ein ganz anderes Stadtbild ist, als ich es im Kopf hatte. Kleine Hallen bin ich ja eigentlich gewohnt. Würzburg war, ich glaube, minimal größer nur. Das heißt, immer eine gute Stimmung. Und was mich hier wirklich beeindruckt hat, ist, dass wir auch ohne Klatschpappen das Ganze machen, was ja mittlerweile Standard ist. Und trotzdem echt eine gute Stimmung. Und immer es gibt kaum negative Äußerungen über unser Spiel, ob es mal auch schlecht läuft, wie in manchen Phasen der Saison. Es sind immer die Fans da, die uns supporten. Björn erwartet viel von einem. Ja. Die Verteidigung, die wir hier spielen müssen, manchmal ist schwierig, aber ich denke, das ist eine unserer größten Stärken, dass wir uns wirklich da anpassen können und verschiedene Verteidigungsarten spielen können gegen verschiedene Gegner, je nachdem, wie es halt sein muss. Und das, denke ich, muss man ihm zuschreiben, dass wir da wirklich hart dran arbeiten, auch im Training. Ansonsten ist er, finde ich, persönlich ein guter Coach. Er findet eben gut die Mischung, auch aus lauter werden, wenn es sein muss. Und auch mal jemanden beiseite nehmen und ruhig mit einem sprechen, damit man sich nicht die ganze Zeit nur angeschissen fühlt. Worauf ich ein bisschen schaue, ist, dass mein Wurf konstant fällt. Etablierter Bundesligaspieler sein, da von Jahr zu Jahr besser zu werden, auch individuell und körperlich, sich da weiter ranzutasten und irgendwann den Adler auf der Brust tragen, auch wenn es auf meiner Position relativ schwer ist, weil wir gute Power Forwards in Deutschland haben, aber irgendwann wird es sicherlich klappen und bis dahin habe ich noch die Geduld, mich zu verbessern. Die nächste Bescherung wurde versprochen, und zwar mit unserem Gewinnspiel. Die Auflösung hierfür: Coach Harmsen verband in Griechenland das Interessante mit dem Angenehmen. Und gewusst hat das Kathi Schenke. 2 Tickets für das Heimspiel am Sonntag gegen die Walter Tigers Tübingen sind deine. Wir sehen uns dann. Jetzt kommt eine neue Frage und eine neue Chance auf eine Bescherung. Welcher Science-City-Spieler feierte nach langer Verletzungspause im Gastspiel beim Meister sein Comeback? Schreibt uns die richtige Antwort und euren vollständigen Namen an aktion@jenatv.de. Zu gewinnen gibt es diesmal 2 Tickets für das Heimspiel gegen die Eisbären Bremerhaven am 27. Dezember. Achtung! Einsendeschluss ist bereits Dienstag, der 19. Dezember. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Wem das zu wenig Gewinnchancen sind, der macht gleich am besten bei der zweiten Möglichkeit mit. Das redselige Duo TomTom hat den 13. Spieltag genauestens analysiert und seine Tipps abgegeben. Ihr stimmt den Prognosen nicht zu? Dann fordert die beiden bei TomTom das BBL-Navi heraus und staubt tolle Preise ab. Mitmachen könnt ihr per Mail oder via Facebook. Ich drück die Daumen. Herzlich willkommen zum 6. TomTom, das BBL-Navi. Wahnsinn, die Hand ist quasi schon längst komplett. Wir starten mit der zweiten Hand in unserer Serie. Das halbe Dutzend. Ja, nicht das dreckige Dutzend, das halbe Dutzend. Sehr gut. Und wir starten als allererstes wie gewohnt mit Glückwünschen. Diesmal an Sören Schöne. Wir selbst haben diesmal ein bisschen ins Klo gegriffen, wie man so schön sagt.
Schöne, Sören. Beim richtigen Sport würde man sagen, uns fehlte nach dem Tagessieg die nötige Spannung. Ja. Aber Sören hat das viel besser gemacht, ist deswegen jetzt auf einen Punkt dran in der Gesamtwertung auf den gesamtführenden Steffen Sauer. Und das Ende der Halbserie ist nicht mehr fern. Von daher, schön dranbleiben. Glückwunsch zum Bavaria-Menü, das es hier ab Januar gibt. Und zu zwei exklusiven Shirts. Das wird dir richtig gut stehen, auch im Sachsenland. Denke auch. Gut, und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mit dem aktuellen Spieltag. Das ist Nummer 13. Kompletter Spieltag, oder? Nicht ganz. Wir nehmen die Freitagspartie raus. Das heißt, die Eisbären und der Mitteldeutsche PC sind diesmal nicht dabei. Okay. Und wir gucken quasi auf den Samstag und auf den Sonntag. Deswegen geht die Tippspielrunde auch wieder bis Samstag, 17 Uhr. Wir starten mit Braunschweig gegen Gießen. Ich denke, dass Braunschweig schon eine leichte Favoritenrolle innehat. Ja, erst recht aufgrund unter anderem auch vor zwei Wochen des Siegs gegen Oldenburg, der jetzt nicht unbedingt so vorherzusehen war. Haben sich mit Jaramas nochmal relativ gut verstärken können, der aus Erfnach in die Löwenstadt gewechselt ist. Ganz genau. Plus 12? Oh doch, ja. So plus 12? Okay. Hätte ich jetzt gesagt, so aus dem Stegreif. Gut, Frankie, schöne Grüße. Ja. Plus 12, hör auf uns. Dann Partie Nummer 2. Ich kann es mal wieder schlecht lesen, weil das Licht so blendet. Ulm-Würzburg. Ulm-Würzburg. Ach schön. Schwaben gegen Franken. Ja. Komisches Duell, weil beide irgendwie in den letzten Spieltagen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Ne? Also Würzburg hat jetzt relativ deutlich auf den Deckel bekommen. Ja, aber Ulm ist zurück in auf den Playoff-Rängen. Ah. Also nach dem mauen Saisonstart dann an Spieltag 13. Ich meine, die haben jetzt eine ganz gute Serie hingelegt. Ja. Und da insgesamt sind sie ein bisschen in der Ordnung zurückgeblieben. Ja. Aber gerade die letzten Wochen waren eigentlich okay. Ja. Zumindest national. Ja, ja, ja. Heimsieg? Heimsieg schon. Also ansonsten, ich sag mal, bis vor zwei Wochen hätte ich gesagt Auswärtssieg. Momentan bin ich dann auch eher bei Heimsieg. Plus 4. Plus 3? Plus 3. Machen wir 3. Plus 3. Gut, dann hätten wir Göttingen gegen Bonn. Überraschungsverlierer Göttingen nach dem Ausfall von, wie heißt von Stockton da der Sohn? Michael. Michael Stockton gegen Tübingen, beschert Tübingen den ersten Saisonsieg. Gegen Bonn, die Oldenburg gut weggeklatscht haben, oder? Das kann man so definitiv einfach mal stehen lassen. Also Oldenburg, glaube ich, ohne den Brian Byron Allen. Irgendwas so Allen, ja. Ja. Der hatte irgendwie Disput mit einem Laden Drienčić, mein Lieblingsname in der BBL. Ja, und dann lässt man einfach mal einen Topscorer draußen. Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Muss man nicht. Hat sich ja gerecht für Oldenburg. Insofern, schwieriges Ding. Würde trotzdem sagen, Heimsieg für Göttingen, oder? Echt, ja? Also sehe ich nicht. Bauchgefühl. Oldenburg? Wir haben auch in Göttingen verloren, insofern. Ja, na gut, dann sind wir halt mal, also wenn du sagst, Bonn holt in Göttingen nichts, dann sagst du, Bonn holt in Göttingen nichts. Wie deutlich holt Bonn in Göttingen nichts? Nee, wir machen, wenn ich beuge mich dir, ich würde sagen, dann mach mal minus 4. Okay. Ja? Okay, minus 4. Damit kann ich leben. Haben wir zumindest die Tendenz richtig. Dann letzte Partie für den Samstag, Ludwigsburg gegen Bayreuth. Bei Bayreuth schmerzt nach wie vor der Ausfall des ägyptischen Kolosses. Topscorer, Top-Rebounder, sowas ist nicht einfach zu ersetzen. Ja. Das merkt man auch an den Ergebnissen. Das haben wir in den letzten beiden Ausgaben ein bisschen unterschlagen. Haben gesagt, Europa ist ein bisschen schuld, aber in allererster Linie ist natürlich das Fehlen von Asim Marai schuld. Also nicht schuld, aber ist auf jeden Fall ein Faktor mit. Ludwigsburg spielt eine super Saison. Hat jetzt ein bisschen gegen FC Bayern die Grenzen aufgezeigt bekommen. Ist allerdings keine Schande, gegen FC Bayern zu verlieren. Nee. Aber wir haben, glaube ich, souveräner verloren. Das, ja, ja. Also bei uns waren es am Ende, glaube ich, nur 7. Ja gut, es liegt nicht immer nur am Ende dann richtig an der Differenz. Ne? Nee, wir hätten auch gewinnen können. Also das mal dazu. Kann man immer. Ja. Nichtsdestotrotz, tue ich mich hier ein bisschen schwer. Ich glaube, Ludwigsburg zieht das Ding. Ja? Mit einem knapp zweistelligen Score. Plus 10. Plus 10? Ja. Okay. Ja? Da hätten wir den Samstag durch und starten die Sonntagspartie mit unseren Freunden aus Erf gegen FC Bayern.
Genau. Das wird nicht nur plus 10. Platz 17 gegen Platz 1. Wird ein bisschen deutlicher, denke ich. Selbst wenn Djordjevic durchwechselt. Ja, die haben ja nochmal sozusagen mit Hapoel Jerusalem in der Woche nochmal einen ambitionierten Gegner. Da kann man es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Wobei Mittwoch, also an einem Sonntag ist der Mittwoch auch schon wieder weit weg. Also ja, insofern Hapoel in Jerusalem und dann Barfuß Jerusalem. Auswärtssieg, klar. Deutlich. 21, minus. Minus 21, okay. Minus 21. Dann wären wir bei vorhin den schon kurz angesprochenen Oldenburgern, ja. Ne, der Lieblingsstadt von Roberto Blanco, gegen Bamberg. Wow, das ist ein ganz hässliches Spiel. Also jetzt nicht optisch, sondern zu tippen. Würde ich sagen, das wird, glaube ich, eine Geschichte für die Gäste. Ja, ich denke sogar recht klar. Ja? Hast du das so klar auf dem Zettel? Ja. Okay. Durchaus. Also, das ist jetzt zwar gerade ein bisschen viel für Bamberg, ne? Zwei Spiele an diesem Wochenende, dann jetzt auch nochmal international Donnerstag, glaube ich, dann dazu Sonntag. Im Dreitagesrhythmus ist, glaube ich, schon ziemlich hart. Ja, aber wer einen neuen Ausländer hat, kann ein bisschen durchrotieren. Ja, haben ja gerade eben jetzt schon Hickman spielen lassen, der gegen uns pausiert. Und mit Musli haben sie eine gute Kante unterm Korb verpflichtet. Ja, da ist quasi, die sind die Cerealien da. Ja, genau. Ein kraftvolles Spiel in der Zone. Cerealien für einen Auswärtssieg in Oldenburg. Wie hoch? Ja, knapp zweistellig. Dann 11. 11? 11. 11. 11. Ja. Machen wir 11. Minus 11. Ja. So, sind wir bei Frankfurt gegen Alba. Ach, der Alba auf der Tabelle Platz 2, die Frankfurter, kann ich es lesen, 6. Ja. Und trotzdem sage ich jedes Mal aufs Neue, Frankfurt tue ich mich immer schwer, da irgendwas vorherzusagen. Allerdings gegen Alba wird nicht viel gehen. Denke auch. Das wird, das ist, glaube ich, der letzte Auswärtssieg an diesem Sonntag, hoffentlich. Ja. Also ich denke, dass Alba das schon relativ souverän ziehen wird. Auch wenn Frankfurt natürlich viel Qualität hat, aber minus 15 hätte ich jetzt schon gesagt. Da gehe ich mit. Ja? Da gehe ich mit, auf jeden Fall. Okay. Und dann sind wir bei der Abschlusspartie. Nicht nur in unserer Liste, sondern auch zeitlich den Spieltag schließt die Partie Jena gegen Tübingen. Die nicht mehr Null-Tübinger. Das darfst du machen. Das ist mir eigentlich egal, wie hoch wir gewinnen. Also eigentlich komplett Wurst. Hauptsache wir gewinnen, weil das ist schon ein Spiel mit Endspielcharakter, weil du hast einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Und den musst du eigentlich zu Hause schlagen. Plus 4, plus 8, plus 12, mir alles egal, Hauptsache Sieg. Also Differenz ich, darfst du. Ich würde sagen plus 9 und ein Satz dazu, die schöne alte Phrase, neue Besen kehren gut, aber die alten kennen die Ecken besser. Deswegen war der eine Sieg jetzt am Wochenende ein kurzes Strohfeuer. Danach können Sie von mir aus nochmal in diesem Jahr noch einen nachlegen, aber nicht an diesem Wochenende. Ich glaube, das war auch ganz gut für unsere Jungs, weil so als kleiner Wachmacher, ohne jetzt Tübingen zu unterschätzen, die kommen jetzt mit dem Sieg. Das ist, glaube ich, nochmal so ein kleiner Katsching. Durchaus. Und wie gesagt, es nimmt auf jeden Fall einen Druck, weil sonst hast du dann irgendwann immer so ein bisschen auch die Scham auf deiner Seite. Du willst halt nicht das erste Team sein, das gegen eine Nuller-Truppe, gegen eine 0-2-Stellig-Truppe das erste Mal verliert. Von daher, wir haben uns ja darauf geeinigt, auf plus 9. Was gibt's noch zu sagen? Vorhin schon mal kurz angedeutet, die aktuelle Tipprunde geht bis Samstag 17 Uhr. Mitmachen könnt ihr wie immer über Facebook, per Kommentar oder persönliche Nachricht, beziehungsweise per Mail an Aktion? Nee. netjena.tv.de, ja. Natürlich. Wunderbar. Action, Action. Ihr seht unten noch kurz eingeblendet, was es diesmal als Spieltagspreis zu gewinnen gibt. Und der gute Tom, also ich bin auch der gute Tom, aber der noch ein bisschen gutere Tom. Der gute Tom spendiert, und das jetzt bitte zuhören, diesen Jena Never Stops Hoodie in der Large. Aber das ist jetzt nicht einfach für einen Spieltagssieger, weil das ist dann schon doch ein etwas besserer Preis. Für den nächsten Sieger, Tagessieger, der neben einer dreifachen Tendenz, auch dreifache Differenz richtig tippt. Das ist ein Brett. Ja, da muss man ein bisschen rechnen. Also da sind mindestens 12 Punkte nötig.
mindestens. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Weil die drei direkten, also richtigen Differenzen zählen natürlich nicht als richtige Tendenzen, ne? Damit das, wir das klargestellt haben. Ne? Nach Adam Ries und Eva Klein ist das schon richtig. Ja. Sehr gut. In diesem Sinne, wir sehen uns dann das nächste Mal nächste Woche. Ja. Der Wahnsinn. Vor Bremerhaven. Sozusagen. Ganz genau. Ansonsten bis Samstag in die Tipprunde. Wir wünschen euch viel Spaß. Macht mit. Genau. Wir freuen uns, dass die Tippgemeinde weiter stetig wächst. Alles klar. Bis dann. Reingehauen. Ciao. Salut. So, ich habe nun gute und schlechte Nachrichten für die Freunde des Wörterbuchs. Die Regelkunde macht diese Woche eine Pause. Toro zum Glück aber nicht. Diesmal wurde er kurzerhand als Gesprächspartner verpflichtet, als das, was er zweifelsohne ist, ein Experte. Ich gebe ab zum Pure Talk mit Mikroschwenker Tom und Thorsten Rothämmel. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode und Ausgabe des Pure Experten Talks. Und heute neben mir ist Thorsten Rothämmel. Toro, hallo. Hallo. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja. Toro, du bist heute mal nicht als Wörterbuch-Experte-Insasse sozusagen hier bei uns beim Fastbreak, sondern in deiner Funktion als U16-Trainer bei Science City. Erstmal so lapidar gefragt, wie sieht es denn momentan aus bei dir im Team? Ja, es sieht ganz gut aus. Wir sind in der Relegationsrunde, das heißt, wir spielen um den Klassenerhalt. Und haben aus der Vorrunde 3 Siege mitgenommen, haben die ersten 3 Spiele gewinnen können und haben jetzt im Spiel 1. gegen 2. leider verloren, gegen Stahnsdorf. Spielen dann jetzt nochmal die Rückrunde mit 7 Spielen und je nachdem, wie wir uns dann platzieren, sind wir vielleicht noch in den Playoffs oder müssen in die Playdowns. Diese Relegationsgruppe nach der Hauptrunde, ist das eigentlich, also hat man sich mehr versprochen oder bist du damit eigentlich ganz zufrieden, gerade auch, dass du gesagt hast, wir können 3 Siege mitnehmen? Ja, wir sind zufrieden. Sehr zufrieden wären wir gewesen, wenn wir jetzt auch noch das letzte Spiel gewonnen hätten von der ersten Hinrunde. Wir haben von Anfang an damit gerechnet, dass wir eher um den Klassenerhalt spielen, als dass wir nach oben spielen. Sind ja jetzt 2 Jahre in Folge auch abgestiegen, weil wir nicht die Qualität hatten, um die Liga zu halten mit den Teams. Und haben auch dieses Jahr damit gerechnet, dass das schwer wird. Wir haben einige Spiele auch knapp gewinnen können, auch nachdem wir schon zurücklagen, Spiele noch drehen können. Also so wie das jetzt ist, haben wir es sicherlich nicht erwartet vor der Saison, dass wir so gut dastehen. Du hast gerade schon gesagt, die letzten beiden Jahre waren ein bisschen mauer, was die Ergebnisse anbelangt. Woran liegt das? Hat das mit dem Standort Jena zu tun oder liegt das an bestimmten Jahrgängen? Das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Wir haben auf der einen Seite bei uns schon Jahrgänge gehabt, in denen wir selber nicht so viele Talente gefunden haben und auch nicht so viele Talente ausbilden konnten, dass wir die Qualität dafür hatten. Das heißt, wir mussten auch dazu rekrutieren, Spieler von außen holen, um eine halbwegs spielfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Qualität in diesem Bereich sich schon stark verbessert hat, weil es ja eine Pflicht gibt, für die BBL-Clubs dort zu spielen. Jeder ambitionierte Pro-A, Pro-B-Club will JBBL und NBBL spielen, sodass also auch die Konkurrenz größer geworden ist. Und wir heute Spiele, die wir vor 5, 6 Jahren, Mannschaften, die wir da geschlagen haben, die sind heute stärker geworden, weil sie eben auch besser arbeiten. Und damit ist natürlich auch das für uns nicht mehr ganz so leicht, oben mitzuspielen oder gar in die Playoffs zu kommen. Welche Ziele habt ihr euch denn jetzt selbst noch gesetzt? Also wenn du sagst, okay, jetzt sind noch die 7 Spiele in der Relegationsgruppe, wo soll es denn hingehen? Ja, rein ergebnistechnisch, das ist ja immer so ein bisschen ein Spagat, den wir im Nachwuchsbereich auch irgendwo bewältigen müssen. Unser oberstes Ziel ist ja eigentlich weniger das Ergebnis, also der Klassenerhalt, sondern viel mehr Spieler zu entwickeln. Das heißt also, wir müssen auch schaffen, allen Spielern irgendwo Spielzeit zu geben, alle Spieler möglichst gut zu entwickeln oder sagen wir mal die meisten. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auf Ergebnisse gucken. Wir haben jetzt schon 2-mal in eine Wildcard investieren müssen, weil wir, wie gesagt, abgestiegen sind. Das ist vielleicht auch nicht immer die beste Lösung. Also das müssen wir ein bisschen unter einen Hut bringen. Wenn wir es schaffen, Erster oder Zweiter zu werden, würden wir noch Playoffs spielen und hätten damit automatisch auch den Klassenerhalt geschafft. Das wäre natürlich jetzt ein Ziel, was für uns auch eine Rolle spielt. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann wäre es gut, sich so weit wie oben wie möglich zu platzieren, weil man dann Heimrecht hat in der einen Playdown-Runde, die noch gespielt wird. So, das ist so, wohin wir uns momentan ausrichten. Und natürlich auch, das muss man auch sagen, neben diesen guten Ergebnissen haben wir eine gute Entwicklung bei vielen Spielern in der Mannschaft, die jetzt
die letztes Jahr kaum eine Rolle gespielt haben, auch was die Statistiken angeht, und dieses Jahr richtig gute Zahlen auch auflegen. Das heißt, nicht nur was diese Spielergebnisse angeht, sind wir zufrieden, sondern auch, wie sich die Spieler entwickeln und sich da jetzt auch als Mannschaft sehr gut zusammengefunden haben. Du als Jugendcoach, wenn du dich auf eine Fähigkeit, auf einen Soft- oder Hardskill beziehen müsstest, welcher ist das, den du sagst, den sollte jeder Spieler bei mir haben? Leidenschaft. Also es ist weniger, was der Spieler an Potenzial mitbringt und welche körperlichen Voraussetzungen er hat. Das ist sicherlich auch wichtig, aber am Ende ohne die entsprechende Leidenschaft wird kein Spieler, auch der Talentierteste, nicht irgendwo oben ankommen. Und man sieht halt bei einem Spieler wie Nowitzki, ist nun mal der beste deutsche Spieler, der hat natürlich ein überragendes Talent auch mitgebracht, aber der hat eben auch über seine Laufbahn eine unglaubliche Leidenschaft entwickelt und ist deshalb, nur deshalb, weil diese beiden Komponenten zusammengespielt haben, auch so ein überragender Spieler geworden. Wo gerade bei Leidenschaft sind, die ja bekanntermaßen so heißt, weil sie Leidenschaft. Jetzt für die Großen in der BBL geht es am Sonntag gegen Tübingen, die viel Leid schon in dieser Saison durchgemacht haben. Ist das deswegen ein einfaches Spiel? Was sind deine Erwartungen an die Partie? Erfahrungsgemäß wird es kein einfaches Spiel werden, weil natürlich beide Mannschaften unbedingt gewinnen wollen müssen. Tübingen steht sowieso mit dem Rücken zur Wand. Die haben jetzt einen neuen Impuls durch den Trainerwechsel natürlich bekommen. Und unsere Mannschaft ist natürlich auch darauf angewiesen, oder für die sollte es auch sehr wichtig sein, unmittelbare Konkurrenten um den Klassenerhalt auch zu schlagen, dass man die hinter sich lässt. Von daher erwarte ich, dass es eher, naja, ein schweres Spiel wird, was auch vielleicht mit viel Verteidigung und weniger Offensivschmankerln vielleicht durchsetzt sein wird, weil natürlich beide Mannschaften sicherlich mit sehr viel Leidenschaft und hart spielen werden. Na, mal gucken, ob das stimmt mit der harten Kost, die uns am Sonntag erwartet. Jedenfalls war es das hier vom Pure Experten Talk. Danke, Tore, für deine Zeit. Gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Unsere pickepackevolle Sendung neigt sich nun leider dem Ende zu. Ihr wisst, was jetzt noch kommt. Die Gegnervorstellung zu den Raubkatzen vom Oberlauf des Neckars. Film ab! Walter Tigers Tübingen, das jüngst nicht mehr sieglose Ligaschlusslicht. Vor 65 Jahren nahm die Basketballtradition ein Stück südlich von Stuttgart ihre Anfänge. Die Korbjägerabteilung des TSV 1903 entwickelte sich mit schwäbischer Beschaulichkeit bis Anfang der 80er Jahre zu einer Zweitligamannschaft. Und tiefer als Liga 2 spielte der Club danach nicht mehr. Zwei einzelne Erstligaspielzeiten gab es bis Anfang der 2000er Jahre. Vom Abstiegsschock 2002 wegen einer verspäteten Spielernachmeldung und dadurch nachträglich am grünen Tisch verlorener Spiele erholten sich die Tigers schnell. Seit 2004 sind sie konstant in der BBL. Die vergangene Spielzeit schlossen die Neckar-Raubkatzen auf Rang 15 ab. Zum 13. Mal in Folge hielten sie die Klasse, immer mit der Postseason in weiter Entfernung. Deswegen gab es mal wieder einen gehörigen Umbruch im Sommer. Nur zwei Spieler blieben, 10 neue kamen. Mit 0:11 ging der Start trotzdem gehörig daneben. Erst am vergangenen Spieltag gelang der erste Saisonsieg. Vor fast genau einem Jahr waren die Walzer Ballers zuletzt in Jena. Damals gab es einen Nervenkitzelsieg für Science City. Tübingen verlor erst in den Schlusssekunden des vierten Viertels die Führung, in den Extraminuten dann die Partie. Spielentscheidend war Markus Knight mit 5 Overtime-Punkten. Nach 10 Niederlagen zum Saisonstart ersetzte Matthias Fischer als Trainer den entlassenen McCoy. Unter seiner Regie lautet die Bilanz des schwächsten Rebound-Teams der Liga 1:1. Jared Jordan, dem zentralen Spieler im Tigers-Aufbau, ist der neue Coach aus der gemeinsamen Zeit in Bonn wohl bekannt. Der First Pass Guard kann scoren, sein gutes Auge für den freien Mann ist aber seine eigentliche Stärke. Er führt die BBL All-Time Assist-Liste an und ist auch aktuell der beste Vorlagengeber der Liga. Topscorer und Top-Rebounder des Teams ist Reggie Upshaw. Der Rookie leistet sich wenig Turnover und hat aus der Nähe und aus dem Dreierlein starke Quoten. Bei Mitteldistanz und Freiwürfen ist aber deutlich Luft nach oben. Einer der Young Guns und bester deutscher Scorer ist Sid Marlon Theis. Der Ursprungsschüler, der mit Celtics Daniel Theis nicht verwandt ist, ging im Sommer nach 3 guten Jahren in Braunschweig den nächsten Schritt. Wurfquote und 1-1-Verteidigung stimmen, als Forward muss unterm Brett aber mehr kommen. So, meine Lieben, das war's mal wieder mit Fast Break, dem Science City Basketball Magazin. Was denkt ihr? Wird doch mal wieder Zeit für den nächsten Heimsieg, oder? Doch das schaffen die Jungs nicht allein und brauchen jede einzelne Unterstützung. Gerade gegen den Tabellenletzten, der gar nicht erst aus dem Punkteschlaf geweckt werden sollte. Also kommt mit Anhang und geölter Stimme in die Sparkassenarena und pusht die Jungs mit eurer Energie. Die nächste Ausgabe zum Heimspiel gegen Bremerhaven kommt noch vor dem Heiligen Fest, und zwar am Freitag, den 22. Dezember. Bis dahin und bis Sonntag, Ahoi und Jena never stops!